So, auf los geht's los, würde ich sagen, gell? Hi, hi, da bin ich wieder. Ja, ich habe jetzt hier die Kingsbox in der Hand. Ich kann euch sagen, da ist auf jeden Fall was drin. Wäre auch schlimm, wenn nicht, gell? Ja, ich bin mal gespannt, was diesmal drin ist. Hört sich schon ein bisschen an, als wenn da Bücher drin wären. Aber es ist nur eine Vermutung. Wenn man schon ein paar Boxen aufgemacht hat, dann hat man so ein kleines Gefühl dabei, was nicht unbedingt immer stimmen muss. Aber manchmal treffe ich doch ganz gut. Auf jeden Fall fühlt sich das Ganze hier nicht nach einer Tasse oder nach einer Popfigur an. Wobei bei der Größe könnte eine Popfigur reinpassen. Hatten wir schon lange nicht mehr drinnen. Eine Zeit lang waren da voll viele Popfiguren in jeder Box drinnen. So, was aber bestimmt in dieser Box drin ist, ist wieder dieses viereckige den Untersetzer. Bin mal gespannt, was für ein Motiv wir diesmal haben. Und natürlich ein Stickerchen. Und. Habe ich schon alles wieder vergessen. Aber lassen wir uns überraschen. Ach, das T-Shirt, klar. Und das Verpackungsmaterial. So, wir haben hier als erstes das T-Shirt. Oder? Hä? Fühlt sich an, als wenn da eine Tasche wäre. So, wir haben das T-Shirt. Was habe ich denn da? Ah, das fühlt sich auf jeden Fall... Oh, guck mal, was wir da haben. Das fühlt sich auf jeden Fall sehr weich an. Das ist doch schon mal wichtig. Und wir haben hier passend zu meinem nächsten Kinofilm, den ich mir als nächstes ansehen möchte, und zwar Venom. Mega cool. Venom drauf. Mit so einem gummihaften Motiv hier ein bisschen dicker gemacht. Schönes weiches T-Shirt, auch wieder in Schwarz. Wobei Venom in Schwarz anders, wie hätte es anders sein sollen, finde ich. Also Venom, schwarzes T-Shirt, passt auf jeden Fall mega gut. Ja, da haben wir mega cooles T-Shirt. Ich überlege sogar, das könnte ich sogar, wenn ich das nächste Mal ins Kino gehe, gleich anziehen. Das wäre doch passend zum Film. Ich habe kein Venom-T-Shirt. Das ist mein erstes und passend jetzt zum nächsten Kinofilm, den ich besuchen werde. Super, fängt ja schon mal gut an. Und dann haben wir natürlich auch passend das T-Shirt dabei, hoffe ich mal. Das T-Shirt dabei. Den Sticker. Oh, ich fühle nichts mehr. Ah, da hinten. Das ist alles ganz hinten in der Ecke. Lass mich mal kurz... So, wir haben hier Monster Hunter. Weiß ich gar nicht. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Monster Capcom. Ist es ein Spiel? Monster Hunter World Schild. Das ist hier sogar so drauf. Boah, ich habe keine Ahnung, was das ist. Von Capcom. Also ich gehe mal davon aus, dass es von einem Spiel ist. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ist denn das überhaupt? Ach, das ist, schaut mal, das ist so für die Kleidung, glaube ich. Das kann man so... Oder? So ein Patch, ja, das ist doch für entweder Jacken oder Kleidungsstücke. Ja, das will ich jetzt nicht abrupfen hier. Keine Ahnung, von welchem Spiel das ist. Ich weiß noch nicht mal, ob es überhaupt von einem Spiel ist. Ich gehe mal davon aus, weil Capcom hier und das... Keine Ahnung, das sieht so ein bisschen danach aus. Aber vielleicht ist das auch von einer Serie. Vielleicht ist es auch von einem Film. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Also, ne. Sagt mir jetzt gar nichts. Wirklich gar nichts. Zuerst habe ich gedacht, so irgendwie Resident Evil. Aber... Keine Ahnung. Also da müsste ich jetzt wirklich googeln oder darauf warten, bis mir einer das vielleicht mich da aufklären kann. Ich habe keine Ahnung, wo ich das zuordnen soll. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Werden wir aber noch in Erfahrung bringen. Aber für alle, die es wissen,
Da ist es. Das war drin. Ja. Okay, dann machen wir mal weiter. Man kann ja nicht immer alles wissen, gell? So, jetzt haben wir hier. Ach ja, habe ich doch gesagt. Unseren Untersetzer und wir haben. Ach, lustig. Wir haben. Ach, Shinsa's Fing. Ach, wie heißt denn das nochmal? Aber auf jeden Fall eine Serie mit dem. Ach Gott, Unterwelten. Das Monster, das Mädchen teleportieren und. Ich komme jetzt nicht drauf. Naja, das sieht, erst habe ich gedacht, wie Ghostbusters soll wahrscheinlich so darstellen, weil es kommt ja auch Ghostbusters, der Film ja demnächst, da will ich auch rein. Und das Monster aus dieser Serie, die habe ich jetzt mittlerweile zu Ende geschaut. Hat ein bisschen gedauert, war ganz interessant. Ja, also von den Motiven her ist es ja jedes Mal, bis auf einmal diese Katze, mit der konnte ich nichts anfangen, sehr interessant. Auch wenn ich noch nicht weiß, was ich mit jetzt irgendwann mal 100 Kacheln machen soll. Vielleicht hier schon anfangen auf dem Tisch oder so. Weiß ich noch nicht. Aber wenn ihr auch die Box habt, dann sagt mir doch mal, was ihr mit denen gemacht habt. Habt ihr die schon irgendwo hingeklebt? Wie sieht es aus? Habt ihr da einen Tipp, wie man das am besten anbringt? So, jetzt haben wir hier noch was. Was Festes. Oh, das ist ja interessant. Wir haben hier was Süßes, Schokolade. Sieht aus wie Twix oder so. Und das. Schoko Crunch sagt mir jetzt nichts. Aber es sieht lecker aus. Es sieht definitiv lecker aus. Und es ist ja auch wieder kalt. Und da kann man auch wieder Schokolade reinpacken. Juhu! Mit Nüssen sogar. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Werde ich morgen früh verspeisen. Vielleicht teile ich es sogar mit jemandem. Das sind ja zwei. Zwei Teilchen. Also ich bin mir sicher, die sehen auf jeden Fall lecker aus, dass die auch lecker schmecken. Cool. Juhu. Kenne ich zwar auch nicht, aber Schokolade geht immer. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben einen Sticker. Cool. Passend zum T-Shirt haben wir hier einen Sticker. Auch diesmal so groß. Mega cool. Tja, sieht auf jeden Fall gut aus und fühlt sich von allem, vor allem auch noch gut an. Passend. So, dann haben wir jetzt hier, wir haben hier noch eine Sache. Und ich glaube, den Zettel, wo alles draufsteht. Wir haben hier eine. Was ist das? Ach, schaut mal. Monster Hunter Volume 12. Vielleicht kommen wir jetzt der Sache ein bisschen näher. Capcom. Ist das von Godzilla? Oh mein Gott, ist das von Godzilla? Nee. So Fantasy-Welten. Es sieht auf jeden Fall aus wie so eine Blindbox. Vielleicht ist es ja ein Tabletop-Spiel, ein Rollenspiel, oder? Es ist auf jeden Fall eine Miniatur und vielleicht gibt es ja ein Spiel dazu. Also ich meine ein Spiel in der Form zu so einem Tabletop-Spiel. Schaut mal, das ist vielleicht ein Drache hier drin. Wobei hier habe ich erstmal gedacht, Godzilla. Wir machen das mal auf. Wir machen das auf. Ich bin mal gespannt. Sieht aus wie so eine kleine Blindbox. Ich bin gespannt, was wir hier drinnen haben. Ja. Oh, cool. Wir haben hier so Flügel, die auch so transparent sind. Transparent. Und wir haben hier einen Drachen. Ein Dino. Ja, ich würde sagen, komm, wir machen es mal auf, denn hier die Box, die ist auch schon leer. Dann können wir nämlich auch gleich hier das durchgehen. Oh, es gibt was von Fallout. Für alle Fallout-Fans wahrscheinlich eine Box, oder? Die Box ist ab sofort bestellbar. Cool. Eine Fallout-Box. Also auf die bin ich schon gespannt. Ja, cool. Auf jeden Fall coole Sache. Dann gucken wir doch mal gerade ins Heftchen, bevor wir das zusammenbauen. Wir haben hier diese Monster Hunter. Ein Modell ist das für 15 Euro. Okay, cool. Da gibt es mehrere Varianten und wir haben hier diesen coolen Drachen. Wobei es gibt noch zwei Modelle, die auch nicht schlecht aussehen. Dann haben wir für 6 Euro den Untersetzer. Dann für 3 Euro den Sticker. Dann Monster Hunter World Patch. Das ist das hier. Für 5 Euro.
Hätten wir das Pro, hätten wir noch eine Funko-Pop-Figur, eine Popfigur von Funko bekommen, Fantastic Four und das T-Shirt mit 20 Euro. Und dann gibt es noch so andere Plus-Items. Oh, es hätte was von Resident Evil gegeben. Achso, die Schokolade ist gratis. Oh, es hätte sogar zwei Sachen von Resident Evil gegeben. Und zwar einmal die Hand von William Birkin mit dem Auge. Ich habe ja die Figur und da ist der Arm. Dann eine Mütze von Resident Evil Stars. Und zwar in Blau. Meine ist schwarz. Blau wäre schon cool gewesen. Das wäre diesmal voll mein Ding gewesen. Habe ich leider nicht. Und einmal hier. Also der... Ups. Ups. Der Arm sieht schon interessant aus. Die Frage ist, was ist denn das überhaupt? William Birkin hier. G-Virus. Ein Pin wäre das sogar. Naja. Ist halt so. Jetzt erfreuen wir uns erstmal an dieser Figur, an dieser Statue. Wie gesagt, hier ist Flügel. Hier ist die Figur. Dann holen wir das Ganze mal raus. Da ist das Base. Ach, das kann man sogar mit den anderen wohl hier zusammenstecken. Also mit den anderen hier. Die Figur ist aus Plastik? Kann der Mund sich öffnen? Nee, scheint so. Ich will es aber nicht so festdrücken. Also sieht so ein bisschen aus, als ob, aber ich glaube nicht. Hä, aber wo kommen da die Flügel hin? Okay. Ich denke, dass wir einen Teil einer anderen Figur hier noch dabei haben. Oh Mann, wo passt denn der jetzt hier rein? Kann das sein? Boah, ich habe keine Ahnung. Wie geht denn der da rein? Hier. Also, der passt ja hier drauf. Aber die Flügel, die passen hier nirgendwo rein. Das ist einfach ein Drache oder sowas hier. Ich muss auch kurz schauen. Wir haben hier nämlich Flügel und die gehören ja den Drachen in der Mitte, den wir nicht haben. Warum wir aber seinen Flügel hier haben, ich denke, dass wir dann letztendlich alle Päckchen haben müssen, um alles zusammenbauen zu können. Finde ich jetzt nicht so doll, muss ich sagen. Praktisch im Standfuß, ja, das ist ja schon schön. Eine von sechs Monstern bekommen wir hier. Ja, naja gut, ist halt so. Den Flügel können wir jetzt nicht benutzen, der gehört nämlich der anderen Figur. Wenn ich das hier richtig sehe, weil warum hätten wir einen Flügel? Also ergibt sowieso keinen Sinn. Das gehört hier diesen Drachen in der Mitte und wir haben den unteren hier. Ah ja gut, wir haben es jetzt mal aufgebaut. Gefällt mir gar nicht. Hätte ich jetzt alle vielleicht gehabt insgesamt, okay. Also ich würde ihn vielleicht für einen Tabletop oder einen Umbau nutzen. Das würde mir gefallen wiederum. Ich muss mir das mal angucken, mal googeln, was das genau ist. Was ist das für ein Spiel? Der Drache sieht schon cool aus. Mit den transparenten Flügeln und so. Okay, cool. Ja, genau, die Box ist leer. Wir haben gehabt einmal diese Figur, einmal was Süßes, das ist gratis, dann einmal einen Untersetzer, einmal einen, wie heißen die nochmal, einen Patch, einen Sticker und ein T-Shirt. Und am besten hat mir gefallen, das T-Shirt, muss ich sagen, das T-Shirt und die haben immer was Cooles, Süßes drin. Das ist schon mal cool. Ja, mein Favorit auf jeden Fall ist das T-Shirt. Das werde ich passend, wenn ich es schaffe, in einen Venom-Film reinzukommen. Dann werde ich das anziehen. Definitiv mache ich auch ein paar Fotos in Facebook. Das werde ich auf jeden Fall tragen. Ich hoffe, es passt. Ich denke schon. Cool.
dann würde ich sagen, das war jetzt mal die Box für diesen Monat und ich bin gespannt auf die nächste Box, wie die so ist und was da drin ist. Vielleicht haben wir sogar passend ein Ghostbusters T-Shirt, weil das ist der Film darauf, nach Venom, wo ich reinmischte zum neuen Ghostbusters Film. Und wenn ich dazu noch ein passendes T-Shirt hätte, das wäre top. Dann noch eine passende Figur dazu, das wäre richtig cool. Ja, dann würde ich sagen, das war es erstmal von der Kings Box und bis zur nächsten Box. Bis dahin, bye bye.